wir haben ja nun oft schon mal irgendwie zusammen im Atelier Dinge angeguckt, aber ganz vieles war für mich eben auch neu. Und ein Ziel der Aktion war, dass man Blätter raussucht, die nicht alle so, also die auch ein bisschen so neben der Hauptlinie liegen. Und da haben wir doch sehr schöne Arbeiten gefunden, die hier in dieser Ausstellung auch sehr schön gehängt worden sind. Und den Katalog, der eigentlich entstehen sollte, den haben wir in ein Künstlerbuch umgewandelt. Jedenfalls dieses Buch über die Schule von Fontainebleau. Irgendwie sind diese Blätter der Kern der Ausstellung. Ich wusste davon durch, wir waren mal früher so eine Freundesgruppe, eigenartigerweise. Der Penck, also der damals Ralf Winkler und der Graf und der Peter Hermann und Makulis. Und dann kam noch der Dierske dazu, der Dichter. Und es kam auch irgendwie der Baselitz, als er ganz jung war, dazu. Jedenfalls in dieser Zeit hörte ich dann, dass er diese Schule von Fontainebleau so besonders enorm findet, und da war ich schon, dachte, der ist schon ganz schön raffiniert, der Baselitz, dass er auf solches Zeug abfährt. Und Ralf, der Penck, dieses genau die der Baselitz schon, wovon der schon rumgesponnen hatte, ne, dass es was ganz Tolles ist, hat er mir nur so ein dickes Buch geschenkt. Und ich habe damals so geguckt und war eben auf einem anderen Dampfer damals. Eine Weile habe ich das Buch nur als dickes Buch, also es war dick und schwer, da sind ein paar hundert solche Kupfer drin, ne? Und ich habe das mal durchgeguckt und mir wurde dann schwindelig von diesen tausend kleinen Kritzeln, und die Story habe ich auch nicht richtig verstanden, und in der Zeit bin ich oft dann durch Filme, war ich so eingeladen dann später in, was weiß ich, in anderen Ländern, und da waren eben Blüten, merkwürdige Blüten, und da habe ich mir dann immer einen Zweig ab und habe das dann nach Hause gebracht, und dafür war dieses Buch fantastisch. Und ja, und eines Tages vor 2 Jahren oder so wollte ich da wieder was reinstoppen, und dann habe ich es mal rausgeholt und habe geguckt, wie stark vertrocknet und schön gepresst jetzt die 1000 Blumen da. Und da wurde ich doch etwas nachdenklich. Und da habe ich mir das jetzt angeguckt, und da habe ich so eine Lust bekommen. Die Übermalung hat dann, es ist wie eine Art Korrektur oder wie eine Art Zeit, dass jetzt die Weltgeschichte hat diese Werke gewissermaßen mitgezeichnet, behaupte ich. Der Urgrund ist ungefähr der, und der bleibt auch. Und ich habe sehr, sehr viel eben überzeichnet, ne? Da war mir dann auch wieder verboten, dann 61, und durfte eine Weile nichts machen mit 3 von vielen. Der Film war dann verboten, und dann hat man viel Zeit gehabt, und da war ich immer, wenn es warm war, immer im Pankower Bad. Und da haben dann junge Leute so mich beobachtet, so Junge, die ich nicht kannte, wie Böhme oder der gute Hans Brosch. Ja, also 3 waren das, ja. Die haben dich dann gesehen, dass ich zeichne oder verrückte komische Sachen lese oder wieder kritzel und so. Und da haben die sich dann an mich so rangerobbt, und das war ganz lieb. Und dann waren die auch in meiner kleinen Bude, und dann haben die von mir so Zeichnungen gesehen. Und denn ich war ja da nicht existent eigentlich, nicht? Und dann haben die auch von mir so Zeichnungen, so als, na, so wie Leihgabe, aber im Grunde geschenkt, ne? Ja. Also ich weiß noch genau, Böhme, das hat die einfach interessiert, und Hans Brosch, ne? Mhm. Ja. Und dann war noch Servais. Diese 3 waren das so, erstmal, ne? Mhm. Naja, und das ist eigentlich ganz rührend. Und so hat dieses Pankow, war so das erste Berlin für mich. Und als ich meinen Spielfilm drehte, habe ich dann in diesem Pankow eine der schönsten Szenen, aber der Spielfilm war nur auch wieder verboten. Da war eben so ein kleines Café neben eurer Galerie, ne? Und das hatte ein Bullauge, nannten wir das. Das hatte so ein Rundfenster.
Und also die beste Stelle war dann, wenn man vorn bei dem Rundfenster saß, ne? Und mein Liebespaar aus dem Film saß eben dann dort und aßen Eis, ne? Und dadurch war diese Stelle für mich immer so. Und nun wurde ich jahrelang immer eingeladen. Nein, es geht ja nicht nur um die Überzeichnungen hier in der Ausstellung. Ich wollte damit bloß anfangen, weil ich mich immer noch so über dieses Buch freue, was hier dank der Initiative von Annette Tietz und Bernd Heise vom Leonardi-Museum entstanden ist und was irgendwie ja so eine unglaubliche Lebendigkeit hat und auch so eine Nonchalance, die man sich erstmal leisten muss. Genauso wichtig sind ja die ganzen anderen wunderbaren Zeichnungen, die hier hängen und die auch jetzt hier gar nicht irgendwie chronologisch geordnet sind. Aber wie würdest du sozusagen deine zeichnerische Arbeit verstehen im Verhältnis zu den anderen Medien, Malerei, Film? Ist das ein eigenes Werk oder ist das eher Gelegenheit? Nee, das ist schon ein eigenes Werk. Nur ist es eben, was ich am Anfang so, ich rede ja immer so flapsig und da ist aber immer ein wahrer Kern, sonst würde ich das natürlich nicht machen. Man hat ja auch Verantwortung, wenn man dann langsam, nicht berühmt, aber doch eine gewisse Bedeutung bekommt, ja. Also dann merkt man dann, wenn man über solche Zusammenhänge irgendwie vor einer Menschenansammlung sich da, wie soll ich sagen, verbreitet, sagte man früher, dass das auch irgendwas mit einer Wahrheit zu tun haben müsste. Es ist halt so, dass die Zeichnung eben das Erste ist, ne? Ich danke Ihnen.